Herzlich willkommen zu den Motorrad-Nachrichten. Heute geht es wieder ein bisschen darum, ein paar Nachrichten aus der MotoGP, was so war, was so kommt. Wir haben Gewinnspielauflösung, also hier Luftdruckprüfer zum Gewinnen, da haben wir eine Auflösung und auch hier die PS. Und es gibt auch was Neues zu gewinnen. Wenn du wissen willst, wie und was das ist, bleib dran im Video. Fangen wir an mit den MotoGP News bzw. MotoGP Review aus Katar. Das war ja so ein bisschen nach dem Thema, naja, Jack Miller, so der ein oder andere Kandidat, ne, für den ein oder anderen Sieg. Katar, Ducati-Land, naja, es war dann doch schlussendlich zweimal das Yamaha-Land. Als erstes mit Vinales und als zweites mit Fabio Quartararo. Die waren ja auch in dem Prätest schon relativ stark, das Yamaha allerdings so dominiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Wenn man aber dann hinter die Yamahas schaut, waren die Ducatis dann dementsprechend geballt. Auch der Jorge Martin hat natürlich dementsprechend überrascht im zweiten Rennen bzw. im zweiten Qualifying mit der Pole, mit dem hat er selbst nicht gerechnet. Fand ich auch cool, dass er das Rennen relativ lang angeführt hat. Hat eigentlich schon gezeigt, auch wie stark das der Jorge Martin so als Rookie ist. Was auch interessant war zu sehen, die Yamahas, wo die Stärken der Yamahas gelegen sind, natürlich auch wie bei den normalen Superbikes, ist das durchaus der Kurvenspeed bzw. Kurveneingangs- und Kurvenausgangsspeed. Die Yamahas haben irrsinnig viel Grip und können da dementsprechend auch mit weniger Leistung gegenüber der Ducati punkten. Denn die Ducati, wer das gesehen hat, auch mit Johann Sarko mit dem Maximal-Lap beziehungsweise maximal Speed-Rekord am Ende der Geraden, sind die Ducati schon enorm schnell. Ducati hat auch so ein neues Hole-Shot-Device quasi. Früher gab es ja eine kleine Device für den Start, dass sie die Gabel absenken haben können, um beim Start, also beim Rennstart, nicht so viel Wheelie-Neigung zu haben. Jetzt haben sie das Ganze so ein bisschen umgebaut bzw. ein neues Hole-Shot-Device entwickelt für die Hinterachse, für das hintere Federbein. Und wer meine Videos so ein bisschen verfolgt, der weiß ja, dass es beim Motorradfahren immer so ein bisschen um Balance geht. Ich verlinke da auch gerne mal auf dem Video, wie man auf dem Hinterrad mehr Grip erzeugt, was da balancetechnisch und geometrietechnisch notwendig ist und auch möglich ist. Und das ist eigentlich schon ganz schön zu sehen, dass die MotoGP jetzt mit so einem Hole-Shot-Device quasi das, was grundsätzlich das Motorrad sowieso schon tut, also Gewicht balancieren oder transferieren zwischen Vorder- und Hinterachse, jetzt zuzüglich quasi mit einem Device gemacht wird. Wie das genau funktioniert, bis auf das, dass am linken Lenkerstummel ein Schalter ist, wo sie das Heck absenken, was dann genau im Heck passiert, ist so ein bisschen so ein Rätsel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder ist im Federbein eine Hydraulik drin, dass das Federbein quasi kürzer macht, das könnte aber auch die Umlenkung sein. Auf jeden Fall, das spielt gar nicht so viel Rolle. Wichtig ist, dass dadurch quasi das Gewicht nach hinten geht, relativ schnell nach hinten geht und vor allem ab dem Scheitelpunkt, wo der Fahrer beim Gasanlegen das Gewicht nach hinten transferieren will, es umso schneller geht. Und dann aber auf der Geraden das Heck wieder höher wird, um quasi die Wheelie-Neigung zu kompensieren. Das heißt, du hast im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen mehr Grip an der Hinterachse und trotzdem weniger Wheelie-Neigung an der Vorderachse. Das in Kombination ging bisher quasi nicht, weil wenn du das eine verbessert hast, hast du das andere verschlechtert und mit dem System geht beides. Witzigerweise zu sehen ist allerdings das, dass zum Beispiel die Suzuki, die mit überhaupt keiner so ein Device rumfährt, trotzdem extrem konkurrenzfähig ist. In Katar hat man ja zumindest gesehen und die hat aber keins dieser Verstellungen. Auch sehr, sehr spannend zu sehen. Jetzt weiter. So, Jack Miller war so ein bisschen der Favorit. Jack Miller hat sich ein bisschen, glaube ich, verfahren und auch dementsprechend, das heißt nicht verfahren, er war schon stark, aber so diese Aktion mit Mir war natürlich heftig. Zum einen ist ihm mal Mir relativ spät hineingefahren in die Kurve, hat ihm quasi den Weg abgeschnitten, hat ihn auch, glaube ich, ein bisschen berührt. Das war aber von Mir nicht Absicht, er hat sich sofort entschuldigt. Ich glaube, der Jack hat das nicht ganz so angenommen, die Entschuldigung, und hat dann zurückgeschlagen, Eingang statt Ziel, mit einem Überholmanöver, wo, naja, schon fast so ausgeschaut hat, als wenn das so ein bisschen Absicht gewesen wäre, dass er ihn trifft. Die Rennleitung hat es zwar dann nicht bestraft, aber das hat schon so ein kleines bisschen sehr aggressiv ausgesehen. Da waren die Gemüter aufgeheizt, aber wenn man mal zurückblickt in die MotoGP-Geschichte, was es da alles gibt und was da schon alles passiert ist, dann ist das vielleicht der harmloseste Teil. Insbesondere auch ein Filmtipp quasi im Zuge dessen.
Hitting the Apex ist ein toller Film, eine tolle Dokumentation von der MotoGP-Geschichte, von diesen Top-Fahrern wie Pedrosa, Lorenzo, Rossi, Marquez und auch die Geschichte von Marco Simoncelli ist da mit dabei. Also wirklich sehr, sehr mitreißende und spannende Geschichte. Zeigt auch so ein bisschen diese konträre Zusammenhang eines MotoGP-Rennfahrers, wie mutig die sein müssen, wie aggressiv sie teilweise sind und doch aber sehr, sehr feinfühlig und sehr empathisch sein müssen, um das Motorrad zu verstehen und um auch den Gegner zu verstehen und letztendlich auch dementsprechend intelligent sein müssen, um trotzdem ein Rennen zu gewinnen oder auch die Meisterschaft zu gewinnen. Sehr guter Filmtipp, gerne mal schauen, gibt es bei Netflix auf jeden Fall, wo es sonst überall gibt, müsst mal googeln. Hitting the Apex, absolut zu empfehlen. So, diese Woche geht's weiter in Portimao. Marquez endlich wieder dabei. Schauen wir mal, ob er in einem alten Status zurückkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, obwohl man weiß, Marquez, ne, ob er jetzt da sofort vorne mitmischen kann. Zum Wünschen wär's. Irgendwie kann ich mir aber trotzdem nicht vorstellen, es fehlen ihm doch jetzt da einige Kilometer. Und, aber wir sind auf jeden Fall froh, dass wir dabei sind. Wollen wir mal nicht zu viel versprechen oder nicht zu viel mutmaßen. Könnt ihr es aber trotzdem gern in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was passiert mit Marquez und Portimao. So, über zu dem Gebrauchtipp der Woche. Gebrauchtmotorrad für die Rennstrecke 1000 Kubik. Viele fragen mich immer, hey, was soll ich mir für ein Bike kaufen? Ich möchte eine Tausender, habe aber nur so 10.000 Euro Budget. Also, ja, also muss man ganz ehrlich sagen, da bleibt eigentlich nicht viel. Wir haben lang gesucht, man bleibt eigentlich bei der BMW S1000 Doppel-R hängen. Das war halt so das erste Superbike mit knapp 200 PS. Die haben ein bisschen weniger gehabt, aber sie haben gestreut nach oben, also haben 200 PS gehabt, gut. Haben auch schon eine Elektronik gehabt, haben anfangs Kinderkrankheiten gehabt mit Nockenwellen, Getriebe. Ich habe selber eine gehabt, Probleme mit Getriebe, wo die Gänge immer rausgesprungen sind beim Runterschalten, lauter so Späße. Das ist aber relativ gut im Griff und die Mechaniker, die sich mit BMW befassen, die kennen die Problematik und die Kinderkrankheiten. Und viele, die quasi draußen rumfahren und zu Verkauf stehen, haben das Problem in der Regel schon gelöst. Bei der BMW ist halt der Vorteil, ich habe einen Motor mit ordentlich Bums, habe so eine Revisionszeit von 10.000 Kilometer, also ich würde mir jetzt keinen kaufen mit genau 11.000, 12.000 Kilometer, der vielleicht noch nicht revidiert ist, dann lieber einen mit 13.000, 14.000 Kilometer, der schon revidiert worden ist oder von mir aus auch 15, oder dann einen mit 5.000, 6.000 Kilometer, speziell wenn er schon nur Rennstrecke gefahren worden ist. Wenn er jetzt wirklich nur Straße drauf hatte, dann machen ihm 10.000 Kilometer natürlich nichts. Man muss mal auch erkennen, ist es wirklich Straße gefahren oder ist es Rennstrecke gefahren? Teils sehr schwierig zu unterscheiden. Ich würde da so ein bisschen auf diese schwarzen Gumminöppchen achten oder beim Rahmen auf die schwarzen Pickup-Striche und so. Im Motorgehäuse drin erkennt man das oft. Oft werden dann halt originale Bremsscheiben wieder aufgebaut, dass man da nicht sieht und so. Also da wird teilweise viel getürkt. Ich würde da einfach genau drauf schauen, wenn da einer versucht, ein Rennstrecken-Moped als Straßenmoped zu verkaufen, weil das ist halt kilometertechnisch schon ein irrsinnig großer Unterschied. Von dem her aber, wenn man so 10.000 Euro Budget hat, dann kriegt man für eine Tausender bei einer BMW vermutlich das meiste Superbike. Ob das dann gut und schnell ist für denjenigen, muss man immer rausfinden. Das ist immer so eine Sache. Ich bin mittlerweile der Meinung, man muss jedes Motorrad mal ausgiebig gefahren sein, um wirklich zu sagen zu können, was dir, mir, demjenigen gefällt. So, dann gehen wir über. Meindl-News bei uns. Spanien ist vorbei, wie ihr seht. Ich habe die Bikes hier oben. Das ist die Yamaha R1M von Yamaha Deutschland. Die geht jetzt aber zurück. Die hatte ich jetzt mit dabei. Haben wir ein ausgiebiges Video auch gemacht. Das ist die Yard. Da haben wir jetzt auch schon mehrere Videos gemacht. So, Spanien ist somit, die Wintersaison ist vorbei. Wir bereiten uns vor auf die Sommersaison. Ende April, ab 24. bis 27. ist auch ein Einsteiger-Event in Kroatien. Da haben wir heute Morgen ein paar Leute abgesagt, die eine Gruppe waren. Da wären jetzt Plätze frei. Ich verlinke es unten in der Beschreibung. Wenn ihr Interesse habt, einfach kurzfristig melden. Da gibt es Möglichkeiten, noch mitzufahren. So, was haben wir noch? Ducati V4S steht hinter der Kamera. Blenden wir dann kurz einen Einblender ein. Keine Ahnung. Ist gecrashed in Jerez von einem Kunden von mir. Fahrer ist wohl auf. Fred hat es gut abgefangen, beziehungsweise hat sich schön abgerollt. Moped
Ist so, schaut schon immer aus, wie es ist, aber jetzt bauen wir ein richtiges Rennmotorrad draus. Kommt sehr gern mit auf die Reise. Wir dokumentieren das natürlich auch per Video, was man mit dem Motorrad alles machen. Das geht jetzt dann die Tage los. So, was wollte ich noch? 15 Grad Celsius ist zu kalt für den Slowakiering, wollte ich noch dazu sagen. Ich war am Freitag eben einen Tag am Slowakiering, Sonnenschein, 15 Grad und Wind. Das funktioniert theoretisch an anderen Rennstrecken. Am Slowakiering habe ich wieder mal bemerkt, funktioniert es nicht. Es sind sehr viele Leute gestürzt. Ich bin 6 Sekunden langsamer gefahren, wie ich normalerweise dort fahre. Es sind sehr viele dort langsamer gefahren, als sie normalerweise dort fahren. Das hat keinen Sinn für Rundenzeiten. Der Slowakiering hat das Problem, dass er sehr viele Geraden hat und sehr viele Möglichkeiten, das Vorderrad auszukühlen. Dann hast du vier aufeinanderfolgende Rechtskurven und dann lange Geraden dazwischen und dann die erste links und dann fliegen die alle bei der ersten links, weil einfach die Reifen zu kalt werden. Ist ein Thema, habe ich wieder mal feststellen müssen. Muss man auch ein bisschen empathisch sein, um zu verstehen von Anfang an so, hey, das ist hier nicht die richtige Temperatur, um Rundenzeiten zu fahren, also lassen wir das lieber. Haben viele nicht empathisch genug verstanden, haben das mit einem teuren oder schmerzhaften Sturz bezahlt, so als Quick-Tipp nebenbei. So, dann haben wir das Foto der Woche. Der Churchner hat mich in Instagram mit dem Hashtag MindRacing markiert. Churchner kenne ich schon lange, folgt mir schon lange. Cooles Foto an und für sich, schaut auch ganz gut aus mit dem Oberkörper. Kleine Anmerkung von mir, ich würde hier am rechten äußeren Bein versuchen, mich besser mit der Hacke in die Fußraste einzuhängen, damit er sich noch mehr mit den Oberarmen entlasten kann, allgemein mit den Händen entlassen kann. Die äußere Fußraste wird ein bisschen vernachlässigt. Auch hier in dem Fall, steht hier der Fuß einfach nur so drauf. Würde ich versuchen, besser einzuhängen. Wir blenden mal ein Foto ein, wie es richtig aussehen soll. Habe ich schon ein paar Mal besprochen. Wenn du möchtest, dass ich dein Foto hier in den Nachrichten zeige, dann markiere mich doch einfach in Instagram mit dem Hashtag MindlRacing. So, dann gehen wir zum Gewinnspiel. Also, kurz die Auflösung von letztem Gewinnspiel, wir haben ja einmal den Luftprüfer von Renngrip und die PS-Ausführung mit dem Tracksheet aus Brünn drinnen. Ich fange mal an, hier mit dem Luftdruckprüfer gewonnen hat den, und zwar, Luftdruckprüfer hat gewonnen der Harry, Hashtag 04, wahrscheinlich seine Startnummer, Harry, ich weiß nicht genau wie, schreib mir doch eine Mail unter dieser Mailadresse und mit deiner Adresse und dann schicken wir dir den Luftdruckprüfer zu. Viel Spaß damit. So, und dann haben wir die PS noch, die hat gewonnen. Markus Köller. Markus Köller hat geschrieben, er fährt sowieso nach Brünn bald, deswegen würde ihm hier das Tracksheet dementsprechend helfen. Ich zeige es nochmal kurz, falls die anderen nicht gesehen haben, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde. Wahrscheinlich finde ich es auf die Schnelle nicht. Nee, ich finde es nicht auf die Schnelle, das war aber klar. ist auf jeden Fall ein Tracksheet drin, das hilft ihm hoffentlich. Und wünsche ich dir viel Spaß in Brünn, vorausgesetzt, es findet statt. So, neues Gewinnspiel. Schaut aus wie ein Zauberstab. Ist aber kein Zauberstab, ist eigentlich schon ein Zauberstab. Viele kennen das vermutlich schon. Ich kannte das bis Mitte letzten Jahres nicht, dass es sowas gibt. Und zwar ist es eine Tankhilfe bzw. eine elektrische Benzinpumpe. Und wenn ich was hasse, dann ist das Tanken und mit, auf bayerisch gesagt, mit Sprit rumpritscheln. Also sprich, wenn es überläuft mit der Kanne und du schützt es daneben und so. Das geht mir tierisch auf den Keks. Und deswegen gibt es von Renngrip mit so einem Schlauch extra, den steckst du quasi in den Tank, nicht in den Tank, in den Kanister rein und pumpst das schön mit so einer elektrischen Pumpe, da sind Batterien drin, einfach hinein in mehr oder weniger deinen Tank und bist somit absolut frei von irgendwelchen überflüssigen Benzinflüssigkeiten, die dir irgendwo daneben laufen, auf dem Boden oder auf die Hände oder so. Geile Geschichte, ist wirklich fast wie ein Zauberstab quasi. Wer den gewinnen möchte, den gibt es nämlich dann zu gewinnen. Wir versenden den an dich mit einer kleinen Grußkarte, wie die anderen Sachen auch. In die Kommentare schreiben, tanken. Bitte nicht mit Hashtag, ich glaube, YouTube hat durch diese vielen Hashtags in dem vorherigen Video das Video ein bisschen schlecht gerankt. Das sollen wir vielleicht in Zukunft nicht mehr machen, deswegen eventuell ohne Hashtag einfach reinschreiben, tanken. Und dann lose ich denjenigen bei der nächsten Folge aus. Und dann schauen wir mal, wer den gewinnt. Und ja, danke an Renngrip übrigens, dass wir hier so fleißig deren Produkte verlosen dürfen. Es kommen noch mehr, also stay tuned. So, das war's eigentlich mit den Nachrichten. Ich denke, wir haben alles. Ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben
für das Video und abonniert auch natürlich gern den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.